Willkommen zu unserem Webcast Supply Chain und erlauben Sie mir an dieser Stelle direkt den Hinweis aus organisatorischer Sicht, dass wir diesen Webcast aufzeichnen und dass Sie wie gewohnt in der Vergangenheit diesen Webcast im Nachgang zugesandt bekommen. Sie haben die Möglichkeiten, Fragen zu stellen über die Chatfunktion während des Webcasts an sich. Wir versuchen, so gut es geht, auf diese Fragen einzugehen und ansonsten ebenfalls wie gewohnt würden wir die Themen im Nachgang nochmal aufgreifen. Heute steht das Thema Lieferketten oder Supply Chain im Vordergrund. Und Sie alle wissen es, es ist eines der Themen, die derzeit die Berichterstattung in der Tagespresse im Wesentlichen bestimmen. Und im Fokus der Berichterstattung steht zum einen die Störung von Lieferketten, die Deglobalisierung von Wirtschaftskreisläufen, aber auch Veränderungen wie beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das letztendlich die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von zum Beispiel Menschenrechten zukünftig neu regeln soll. Und das sind vielfältige Themen, die auch vielfältige steuerliche bzw. verrechnungspreisbezogene Implikationen nach sich ziehen können. Und im heutigen Webcast möchten wir gerne einige Aspekte daraus gemeinsam mit Ihnen beleuchten. Und wenn wir die Folie weitergehen, dann stelle ich kurz das Team vor. Genau, wir, das bin ich, Sekela P., Partner im Bereich Verrechnungspreise am Standort in München, gemeinsam mit meinen Kollegen Arundhati Pandeya-Koch und Tobias Schanz, beides Direktoren im Bereich Berechnungspreise am Standort München bzw. Düsseldorf. Und ganz besonders freue ich mich an dieser Stelle auch Jan Bobermann begrüßen zu dürfen. Jan Bobermann ist Partner im Bereich Supply Chain und Network Operations bei Deloitte Consulting, ebenfalls am Standort in München. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Im heutigen Webcast legen wir den Fokus auf die Identifikation und Allokation von Risiken in bestehenden Verrechnungspreissystemen. Das heißt, in einem ersten Schritt wird Jan Bobermann darlegen und ich sag mal Insights geben zu aktuellen Supply Chain Trends. Und im nachgelagerten Schritt möchten wir aus Verrechnungspreisperspektive potenzielle verrechnungspreisbezogene Risiken ableiten und uns am Beispiel oder an der Spiegelung mit den regulatorischen Rahmenbedingungen analysieren, inwieweit die Allokation und Bepreisung von entsprechenden Risiken im Rahmen des Verrechnungspreissystems vorzunehmen ist. Und diese eher, ich sag mal, theoretische Diskussion runden wir anschließend auch durch ein, zwei Praxisbeispiele ab. Und bevor ich jetzt das Wort an Jan übergebe, möchte ich an dieser Stelle direkt eine Polling-Question aufrufen, denn es interessiert uns tatsächlich, bevor wir weiterfahren mit dem Webcast, welche Berührungspunkte Sie bereits mit dem Bereich Supply Chain haben oder in der Vergangenheit hatten. Deswegen haben wir hier eine Polling-Question eingefügt. Sie zwar interessiert uns, finden in Ihrem Unternehmen derzeit Supply Chain-Veränderungen statt? Und wenn ja, inwieweit oder wie eng werden diese Veränderungen durch die Steuerabteilung oder durch Sie als Verrechnungspreisexperten begleitet? Das ist insofern immer wieder ein spannendes Thema. Wir diskutieren es häufig in den diversen Gremien, Tax Follows Business, aber letztendlich sehen wir ja schon auch, dass eigentlich Tax immer stärker auch gemeinsam mit Business unterwegs ist. Super, da sehen wir schon die Ergebnisse. Also das heißt, wir haben einen geringen Anteil an Antworten, die besagen, dass die Lieferkette eigentlich nicht aktiv verändert wird, sondern die Unternehmen tatsächlich eher noch abwarten, während der Großteil eigentlich schon in die Richtung geht, ja, Lieferketten verändern sich aktiv, werden auch aktiv gesteuert, aktiv verändert. Es gibt allerdings Unterschiede, inwieweit die Steuerabteilung tatsächlich eingebunden wird. Ein Großteil ist dann eher in der Tendenz oder ein überwiegender Verteil, dass die Steuerabteilung als Bearingspartner mit eingebunden wird, während hingegen oder punktuell eingebunden wird und ein doch etwas geringerer Teil, bei dem die Steuerabteilung tatsächlich aktiv als Businesspartner auch die Aktivitäten der Kollegen begleitet. Super, ich denke, Jan, das ist die perfekte Überleitung zu dir. Genau, vielleicht kannst du uns ein paar Insights geben, was tut sich aktuell im Bereich Supply Chain? Ja, herzlichen Dank, das mache ich gerne. Wie du sagst, Tax follows Business, habe ich heute mitgeschrieben. Der Grund, die nächsten 10 Minuten, die nächsten drei Seiten, hat eigentlich den Grund, dass Sie
ein bisschen sehen, was macht eigentlich das Business, sodass sie zumindest aktiv auf das Business zugehen können und fragen, was passiert da eigentlich bei euch, dass hier jetzt Tags als nicht nur punktuell eingebunden wird, wie das bei 25% ist, habe ich eben schnell auf den Poll gesehen. Vielen Dank dafür. Das ist so die Absicht. Was passiert auf den Supply Chain in den letzten Jahren? Ich habe auf der nächsten Seite mal so einen Trend aufgebaut, das wir immer ganz gerne zeigen. So über die Jahre hinweg, seitdem ich eigentlich mich mit dem Thema Supply Chain Management beschäftige, sehen wir eigentlich diesen Trend. Das ist eine gute Beratung, haben wir immer 2x2 Matrixen, unten rechts geht's los, dass eben die Entwicklung aus einem reinen Kostenfunktion, um es mal ganz salopp zu funktionieren. Supply Chain hatte früher, als ich noch in der Universität war, hatte so den Anspruch, es muss funktionieren, es ist ein Enabler und es muss das Business unterstützen. Und das möglichst zu geringen Kosten. Das ist so, dass wie Supply Chain in der Vergangenheit in Unternehmen gesehen wurde, das ist der Quadrant unten rechts. Gegen den Uhrzeigersinn ist dann so die Migration, die Entwicklung der Supply Chain, die Werthaltigkeit und die Bedeutung der Supply Chain eigentlich hat sich dann verändert. Zu einem reinen Kostenfaktor, komplett intern fokussiert, zu einem, da gibt es ja noch Abteilung daneben, ja, adjacent Abteilung von der Supply Chain, die von der Supply Chain irgendwo abhängig sind. Das heißt, wir müssen die irgendwie bedienen und auch entsprechend dann gut funktionieren. Aber bitte darf auch immer noch nichts kosten, aber immer noch sehr stark und Unternehmen intern fokussiert. Dann wurde die Supply Chain immer wichtiger oben links, dass man dann gesagt hat, wir integrieren die Supply Chain als Bestandteil unseres kundenzentrischen Unternehmensstrategie. Das heißt, jetzt hat es zum ersten Mal eigentlich die Supply Chain die Aufgabe, marktorientiert unterwegs zu sein. Das heißt, man hat geguckt, wie kann ich denn die Supply Chain einsetzen, dass sie meine gesamte Unternehmensstrategie unterstützt, um meinen Markt zu bedienen. Aber wie gesagt, integrativer Bestandteil von Unternehmensstrategien. Bis hin letztendlich oben rechts, das ist genau das, was gerade im Moment passiert. Ganz stark in dem Bereich Business to Consumer, im B2C-Bereich. Die Supply Chain wird ein ganz, ganz wesentlicher Eckpfeiler und ein ganz wesentlicher USP in der Unternehmensstrategie und bei dem sein Wertversprechen, Unternehmenswertversprechen auf den Markt zu bringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich damit meine. Wenn Sie heute bei Amazon kaufen, das können Sie auch irgendwo anders kaufen, aber die Supply Chain ist einfach exzellent gut. Und wenn ein Gut, was Sie kaufen wollen im Internet, nicht da ist, nicht geliefert wird, dann kaufen Sie auf dieser Internetplattform nie mehr. Das Internetunternehmen ist in dem Bereich dann verbrannt. Und damit ist die Supply Chain hat einen wesentlichen Bestandteil und ist wirklich zum USP geworden im Markt. Und genau in diese Richtung hat es sich entwickelt und in diese Richtung geht es. Jetzt ja, wie eingangs schon gesagt wurde, wir lesen ja alle Zeitungen, wir wissen ja, was die Supply Chain ist jetzt auch in die Headlines auf der ersten Seite geschafft hat. Sie unterbricht, sie ist verlangsamt. Das hat vielerlei Gründe. Und wir haben als Deloitte haben uns das mal angeschaut und versucht, wie auf der nächsten Seite dargestellt, mal 8 Kernschritte zu definieren. Was passiert da eigentlich? Was machen Unternehmen, um diese ja doch so wichtige Funktion der Supply Chain jetzt resilient zu halten? Das heißt, möglichst krisensicher. Sie wird nie krisensicher sein, aber möglichst krisensicher, wie kann ich mich da so aufstellen? Da gibt es im Wesentlichen diese acht Punkte, die man sich hier anschaut und die wir im Markt sehen. Das ist sicherlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir haben es mal versucht, das einigermaßen für uns zu strukturieren. Ich werde auch jetzt mal auf diese 8 eingehen, werde aber auch nur
diese vielleicht etwas tiefer beleuchten, von denen ich glaube, aber da habe ich meine Experten dafür, weil die Unternehmen machen ja diese Schritte, um gewisse Risiken abzuwenden innerhalb der Supply Chain. Das ist ein operatives Risiko, das heißt, ich habe keine Ware, die da kommt, weil sie irgendwo in den Suezkanal feststeckt oder aus Kostengründen oder aus strategischen Gründen, um ein strategisches Risiko irgendwo abzufedern. Ich werde vielleicht jetzt, wie gesagt, nur mal in die einsteigen und die repräsentativ rausnehmen, wo ich glaube, dass die Einfluss auf Transferpricing haben, weil das ja das heutige Thema ist. Sie können das auch übrigens gerne nachgucken auf unserer Webseite. Da haben wir einen Point of View, den habe ich hier links dargestellt, auch gerne nochmal nachlesen. Da können Sie das dann auch nochmal vertieft sich anschauen. Fangen wir mal an mit dem ersten Werthebel, Workforce Protection. Das haben wir also ganz stark in der Covid-Zeit gesehen. Und es ist ganz klar, die Mitarbeiter, der Gesundheitszustand der Mitarbeiter muss überprüft werden. Das hat jetzt war jetzt in Deutschland nicht ganz so einfach immer, das zu tun. Aber ist inzwischen bei ganz vielen Unternehmen ist es eigentlich zum Standard geworden. Und warum? Weil man natürlich agile Schichtpläne gestalten wollte. Das heißt, wenn ich morgens schon weiß, wer kommt in mein Unternehmen oder weil er vielleicht irgendwo infiziert ist, dann kann ich relativ schnell anfangen, meine Schichtpläne entsprechend umzugestalten. Meine Arbeit, Faktor Arbeit ist in der Supply Chain nach wie vor ein extrem wichtiger Faktor. Der zweite Punkt ist Supplier Risk Management. Das heißt, hier geht man eben hin und analysiert seine Lieferanten auch mit sehr stark mit künstlicher Intelligenz gestützten Tools nach deren Ausfallrisiko. Das heißt, wie hoch ist eigentlich mein Ausfallrisiko in einem Lieferanten in einem Land X? Das vielleicht, das kann man, also Crawling-Funktionen auch übers Internet und so weiter machen. Aber auch, wie auch eingangs erwähnt, ich muss natürlich auch meinen Lieferanten unter ESG-Gesichtspunkten überprüfen, Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was will ich damit erreichen, wenn ich da ein Problem habe, ein Ausfallrisiko, einen finanziell schwachen? Wenn ich das kann, möchte ich mir natürlich eine möglichst breite Lieferantenbasis aufbauen. Das Risiko, was ich abdecken will, steht ja hinter, muss ich sagen, ist natürlich operativ und natürlich ein finanzielles Risiko, was es hier gibt. Der dritte Punkt ist der Transportmix. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein flexible Transport Modi und Transportrouten habe, kann ich auch meinen Warenfluss sicherstellen. Auch hier, beste Beispiel ist der Suezkanal. Wenn ein Schiff da feststeckt, dann kann man sich fragen, kann ich denn nicht auch die Bahn nehmen von China nach Deutschland? Das hat natürlich Kostenimplikationen. Was wir auch eben entdeckt haben, gesehen haben, dass viele Unternehmen, weil es während Covid sehr viele Passagierflugzeuge nicht geflogen sind und damit die sogenannte Belly-Kapazität nicht da war. Das ist der Cargo-Raum in Flugzeugen von Passagieren. Die waren also nicht mehr da. Das heißt, die Cargo-Flugzeuge wurden teilweise von Unternehmen geschartert, einfach nur um ihre Güter zu transportieren. Das heißt, sehr, sehr starken Transportmix. Hier muss man agil fungieren. Und damit nicht nur den Transportmodus ändern, sondern auch damit teilweise Transportrouten. Ich schiebe jetzt eventuell auch über andere Länder meine Supply Chain. Ich denke, das hat sicherlich einen Einfluss, aber da werden das die Kollegen gleich noch was dazu sagen. Supply Chain Control Tower, das heißt, viele Unternehmen etablieren derzeit einen Control Tower, das heißt, eine sogenannte möglichst real-time oder nahe real-time End-to-End-Transparenz über ihre Supply Chain. Was hat das zur Folge? Naja, ich weiß einmal, wo meine Sachen sind, aber das ist nur das vordringliche Problem. Das eigentliche Problem, was man damit klären möchte, wo sind meine Schwachstellen und wie kann ich die Schwachstellen zukünftig fixen, dass ich in solchen Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, eben nicht mehr so angreifbar bin. Auch klassisches operatives Risiko und auch das wiederum kann Veränderungen in Transportströmen und der Supply Chain
als Folge haben. Predictive Management of Expectation, naja, hier auch wieder ein operatives Risiko, wenn ich frühzeitig weiß, wo meine Ware ist oder wo vielleicht Probleme sind. Wenn Sie freitags, mittags mit dem ICE fahren, dann können Sie sicher sein, dass der zu spät ist. Das weiß ich vorher und dementsprechend kann ich dann auch meine Supply Chain planen. Simulationstools, klar, in Krisenzeiten möchte ich das simulieren. Wenn ein Teil fehlt, was kann ich dann simulieren, dass ich dann trotzdem noch möglichst viel produzieren kann? Warehouse Management ist ein ganz großes Thema. Und zwar werden Lager teilweise unterschiedlich genutzt. Also was vielleicht früher Bestandslager war, wird jetzt Umschlagslager. Das sind operative Fragen, aber auch strategische Fragen. Muss ich denn meine Lagerstruktur, meine physische Lagerstruktur so haben, wie ich sie habe? Und was ist, wenn dann ein Land ausfällt? Dann kann ich teilweise ganze Regionen vielleicht nicht mehr bedienen. Deswegen wird bei vielen Unternehmen die physische Lagerstruktur, Infrastruktur überdacht, was natürlich ein strategisches Ziel hat. Integrative Supplier-Plattformen dienen der Austausch des Suppliers untereinander zur Kommunikation, aber auch für den Verlader, um hier möglichst schnelle Wechsel vornehmen zu können, falls es zu einem Ausfall kommt. Das sind so im Wesentlichen die 8 Punkte, die die Unternehmen gestalten, wo wir auch den Unternehmen im Moment helfen, es zu gestalten, um ihre Supply Chain agiler, flexibler und damit resilienter zu machen. Das ist nicht nur in einer Industrie. Auf der nächsten Seite haben wir es mal versucht darzustellen. Das gilt eigentlich industrieübergreifend. Das kann wir haben das mal in verschiedenen Industrien hier dargestellt. Diese Werthebel, die wirken in allen Industrien natürlich mit unterschiedlicher Auswirkung und unterschiedliche Intensität, je nachdem, was es für eine Industrie ist. Und je nachdem, wie die Unternehmen dann diese 8 Stufen oder diese 8 Schritte unterschiedlich ausprägen, hat es natürlich dann auch Auswirkungen auf Steuerimplikationen, auf den Warenfluss. Und damit würde ich dann jetzt gerne an Silke, meine Kollegin Silke Lappé, wieder zurückgeben, die uns etwas mehr über Transferpricing dann erzählt. Ja, genau. Vielen Dank für deine Ausführungen. Und ich meine, eine wesentliche Aussage, die war ja, dass sich der Supply Chain Bereich hinentwickelt oder ich sag mal wegentwickelt von einem Kostenfaktor hin zu einem strategischen Faktor. Und das ist genau der Punkt, der letztendlich auch für uns Verrechnungspreisleute relevant wird. Und ich möchte jetzt nicht so weit gehen oder ich möchte auch nicht unterstellen, dass Supply Chain bezogene Aktivitäten gleichzusetzen sind mit Strategieträgeraktivitäten. Soweit möchte ich an der Stelle nicht gehen. Aber ich denke schon, was für uns Verrechnungspreise relevant ist und für uns Verrechnungspreisexperten letztendlich, dass der ganze Bereich Supply Chain und Supply Chain bezogene Tätigkeiten sowohl in der bestehenden Verrechnungspreissystematik ein Asset darstellen kann, also etwas Vorteilhaftes, etwas Werthaltiges, aber auch entsprechend ein Risiko darstellen kann, entsprechend der Ausprägung. Und es gilt natürlich umso mehr, je mehr man den Fokus oder den Blick auf die aktuellen Störungen von Lieferketten legt. Und insofern ist eigentlich für uns Verrechnungspreisleute dann immer wieder sind wir mit den Fragestellungen konfrontiert, dass es eigentlich grundsätzliche Themen gibt, die insbesondere im Zusammenhang mit der Störung von Lieferketten zu analysieren sind, mit denen sich Steuerabteilungen auseinandersetzen müssen. Und zwar einerseits, um die daraus resultierenden steuerlichen Implikationen zu managen, und auf der anderen Seite aber auch, um sicherzustellen, dass die Compliance weiterhin erfüllt wird. Und in meinen Augen kann man hier sicherlich ein Stück weit differenzieren zwischen den Trends, die sich ergeben, einfach aufgrund einer Weiterentwicklung der Themen und gleichzeitig auch aber oder im Gehabkehr zu den Trends, die sich ergeben aufgrund von Störungen. Und wenn wir jetzt mal auf die Entwicklung gucken, dann sehen wir auch an den Ausführungen von Jan Wovermann, dass das Supply Chain-bezogene Tätigkeiten sehr eng mit digitaler Transformation verbunden sind und aber auch mit der Schaffung von Warenlagern und der Verschiebung von Warenlagern. Und es wirft jetzt aus steuerlicher oder verrechnungspreisbezogener Perspektive die Frage nach der Begründung von Betriebsstätten auf.
aber sicherlich auch die Frage nach der potenziellen Anwendbarkeit der neuen Besteuerungsrechte unter Pillar 1 beziehungsweise der Mindestbesteuerung von Pillar 2. Also das sind sicherlich Themen, die jetzt aus dem Blickwinkel der Steuerabteilungen, der Verrechnungspreise berücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig im Bereich Supplier oder Supplier Risk Management wurde auch angesprochen der Bereich ESG, also das Thema Nachhaltigkeit. Und hier ist sicherlich so, dass dass das Thema Nachhaltigkeit begleitet durch oder unterstützt durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die derzeit geschaffen werden, an Bedeutung gewinnt, insbesondere auch mit Blick auf die damit verbundenen Transparenzanforderungen. Also wenn Sie sich mit dem Thema bereits auseinandersetzen, sehen Sie, dass in vielfältigster Hinsicht, sei es in den Financial Reportings, aber eben auch für steuerliche Zwecke, Transparenzanforderungen geschaffen werden, die unter anderem auch den Bereich Nachhaltigkeit betreffen. Und abschließend, der ganze Komplex, den ich jetzt mal unter dem Begriff geopolitische Veränderungen fassen möchte, die führen natürlich dazu, dass Unternehmen verstärkt über On- oder Offshoring nachdenken, dass neuartige Geschäftsmodelle entstehen oder entstehen können, verbunden mit M&A-Aktivitäten, aber eben auch Funktionsverlagerungen in bestehenden Systemen. So, das ist die eine Seite, sage ich mal. Die andere Seite sind eben, was wir, ist vielleicht technisch unsauber, als Supply Chain Shocks bezeichnen. Das heißt, Krisen wie derzeit die Energie- oder Rohstoffkrise oder eben auch die Warenverfügbarkeit. So, und das stellt sich dann insbesondere aus Verrechnungspreissicht die Frage nach der Allokation von Chancen und Risiken innerhalb einer Lieferkette, die daraus entstehen. Und Fragen, die man sich in dem Zusammenhang stellen kann oder sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch stellen muss, sind beispielsweise, wenn diese Veränderungen zu außergewöhnlich hohen Gewinnen oder Verlusten führen, wie sind diese Gewinne oder Verluste innerhalb der Wertschöpfungskette oder Lieferkette zwischen den handelnden Akteuren aufzuteilen? Die Frage ist auch, mit Blick beispielsweise auf die aktuelle Inflation, wenn Legaleinheiten unterschiedlich stark von Inflation betroffen sind, wie geht man damit um im Blick auf die Verrechnungspreissteuerung? Soll ein Ausgleich stattfinden zwischen Legaleinheiten oder lässt man diese Inflation auf Ebene der einzelnen Akteure ruhen und geht dann eben im Rahmen der Compliance, der Dokumentation, der Verteidigung, im Rahmen der Fremdvergleichsanalyse auf diese Themen gesondert ein. Und der letzte Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist das Thema Margenplanung, Margensteuerung. Wie geht man mit den externen Effekten letztendlich im Bereich des kontinuierlichen Verrechnungspreismanagements um? Auch die Frage, inwieweit sind derartige Effekte bereits in den Comparables berücksichtigt oder müssen die berücksichtigt sein? Welche Anpassungsrechnungen sind vorzunehmen gegebenenfalls? Also ich denke, was deutlich wird, ist, dass diese verändernden Marktbedingungen und im Wechselspiel insbesondere mit den sich verändernden Rahmenbedingungen im Bereich der Verrechnungspreisbestimmung, aber auch im Bereich des Verrechnungspreismanagements eine gewisse Agilität erforderlich machen. Und diese Agilität ist letztendlich immer eng verbunden mit der Frage des Risikos, des Risikomanagements und der Risikokontrolle. Und weil das so ein essentieller Bestandteil des Verrechnungspreismanagements ist, wird Frau Pandeya-Koch im nächsten Schritt noch einmal detailliert auf die Anforderungen der OECD in diesem Zusammenhang eingehen. Ja, vielen Dank, Silke. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir in die Abbildung von Risiken in Verrechnungspreissystemen tiefer einsteigen und was die OECD uns so vordiktiert hat, möchte ich gerne mit einer Frage beginnen. Sie sehen auf Ihrem Screen in Kürze eine Polling-Question. Die Frage ist Ihnen, wie weit sind Sie bereits vertraut mit der OECD-Definition des Risikobegriffs, Konzept der Risikokontrolle und Zuordnung sowie dem OECD Six-Step-Approach? Sind Sie sehr vertraut, mal gehört oder noch nie gehört? Ich meine, die Frage ist durchaus berechtigt, weil das Thema ja doch auch in den Betriebsprüfungen immer stärker und noch immer wieder aufgegriffen wird in den unterschiedlichsten Fallkonstellationen
und auch Interpretationen, sagen wir es mal so. Deswegen. Wir beschäftigen uns auch zunehmend in der Praxis mit diesen Themen. Im Rahmen von verschiedensten Projekten, wie Frau Lappi meinte, auch WP-Verteidigung, aber auch neue TP-Modelle entwickeln unter Berücksichtigung dieser Vorgaben der OECD. Ja, sehr spannend. Also die meisten von Ihnen haben schon einmal davon was gehört. Ich bin sehr gespannt. Es gibt 18% der Zuhörer, die sehr vertraut sind mit dem Konzept. Und es gibt natürlich auch einen gewissen Anteil, die das noch nie gehört haben. Dann steigen wir, würde ich sagen, gemeinsam in den Konzepten ein. Also vielleicht ein Schritt zurück erstmal. Was sind denn die Stressfragen für Verrechnungspreissysteme im Konzern in Zusammenhang mit dem Thema Risk oder Risiko? Das sind halt Fragen wie, sind Risiken im Unternehmen richtig erkannt, zugeordnet und bepreist? Das heißt, immer wieder auch damit dann verbunden die Frage, welche Auswirkungen haben dann diese Risiken, wenn diese entsprechend eintreten, auf die Ergebnisse des Konzerns? Und dann auch in der Folge die Auswirkung der entsprechenden eingetretenen Risiken auf Geschäftsmodelle, zum Beispiel Supply Chain Veränderungen und folglich der Impact auf die Verrechnungspreise. Die OECD befasst sich in Kapitel 1 der OECD Verrechnungspreis-Leitlinien mit diesem Thema und hat sich auseinandergesetzt mit dem Begriff Risiko, die Risikokategorien, Risikokontrolle und Zuordnung und Bepreisung oder beziehungsweise Bewertung von Risiken. Wir starten vielleicht mit dem Begriff des Risikos, so wie die OECD dies definiert. Die OECD sagt, Risiko ist der Effekt der Unsicherheit auf die Ziele der Geschäftstätigkeit. Und sie konkretisiert dieses Begriff in 4 Kategorien. Erstens, Identifizierung der Unsicherheitsfaktoren. Zweitens, die Evaluierung, Bewertung von Risiken. Drittens, die Frage der Auswirkung der Risiken auf Geschäftschancen, positive sowie negative. Und viertens, Strategien zur Risikominimierung. Ferner beschreibt die OECD 5 Risikokategorien. Gehen wir kurz diese Kategorien durch. Das sehen Sie oben rechts, Schritt 2 markiert. Also erstens strategische oder Marktrisiken, großteils externe Risiken, die durch Wirtschaftsumfeld, politische Entwicklungen, Wettbewerb, technischen Fortschritt oder zum Beispiel auch ökologische Veränderungen mit sich bringen. Die zweite Kategorie ist Infrastruktur- oder Geschäftsrisiken. Das sind zum Beispiel Unsicherheitsfaktoren im Zusammenhang mit der Geschäftsdurchführung. Drittens finanzielle Risiken, wie der Begriff schon vorgibt. Spezifische finanzielle Risiken sind damit gemeint, zum Beispiel die Fähigkeit des Unternehmens, seine Liquidität, Cashflow zu managen, Finanzkraft, Kreditwürdigkeit und damit verbundenen Risiken. Die nächste Kategorie ist Transaktionsrisiken. Da spricht die OECD von Preis- und Zahlungsbedingungen für geschäftliche Transaktionen im Zusammenhang zum Beispiel mit der Lieferung von Waren, Wirtschaftsgütern oder Services, also Erbringung von Dienstleistungen. Und die letzte Kategorie sind Unfall- und Katastrophenrisiken. Jetzt nachdem man sich mit der Definition und Kategorien der Risiken befasst hat, stellt im Folge dann auch die Frage, wie sollen diese Risiken zugeordnet werden, abgebildet werden in den Verrechnungspreissystemen. Und hinsichtlich Thema Risikokontrolle, Risikotragung und Risikozuordnung hat die OECD auch detaillierte Vorgaben jetzt gemacht. Risikokontrolle hat 3 Elemente laut OECD. Erstens, Kompetenz und Zugang zu Informationen. Was ist damit gemeint? Damit gemeint ist die Kompetenz, die Risiken und deren Auswirkungen zu erkennen, sowie die Macht ausüben zu können, Zugang zu den relevanten Informationen zu haben, ja, auf Reportingpflicht zum Beispiel zu bestehen. Zweitens, Management von Risiken. Das sind halt Managementfähigkeiten, Entscheidungen bezüglich der Annahme, Abgabe oder Ablehnung von Geschäftschancen zu treffen. Hier ist auch wichtig zu erwähnen, dass die OECD eine Abgrenzung vorsieht zwischen der grundsätzlichen Fähigkeit hinsichtlich Risikomanagement und die Fähigkeit, day-to-day die Risiken zu managen. Und die Day-to-Day-Management, sagt die OECD,
muss nicht in der Bewertung zu Risikotragung führen, weil solche Tätigkeiten können auch in der Praxis ausgelagert werden. Die dritte Komponente der Risikokontrolle ist finanzielle Fähigkeit. Das heißt, die Fähigkeit, ein Risiko zu übernehmen, auch abzubauen, Risikominderungsfunktionen zu bezahlen, die Risiko zu tragen, wenn diese eintritt. Aber in Summe summarium, in der Diskussion sagt die OECD letztendlich Folgendes. Sie sagt, dass die Zuordnung dieser Risikokontrolle ist die zentrale Voraussetzung für die Übernahme des Risikos. Und ich habe unten rechts Ihnen auch aus dem Geschäftsbericht eines DAX 30-Konzerns ein Risikomatrix mitgebracht. Sie sehen da abgetragen, auf einer Seite sind die Unterscheidung der Risikoarten, Austrittswahrscheinlichkeiten und Impact. Und das ist einfach nur ein Beispiel, wie Risiken aus Konzern sich zu ermitteln und zu bewerten sind. Und diese Business-Sicht muss anschließend natürlich aus einer Tax-Verrechnungspreisbrille auch evaluiert werden, um Risikozuordnung im Konzern richtig fortnehmen zu können und die Risiken dann letztendlich fremdvergleichskonform vergüten zu können. Und die ganze Diskussion, die wir eingangs geführt haben, hinsichtlich Veränderung Business-Parameter, Supply-Chain-Veränderungen, die führen dann schließlich zu geänderten Risikozuordnungen im Konzern. Und davon ist auszugehen. Das heißt, in der Folge ist auch die Frage, wie sind diese Risiken in dem To-B-Geschäftsmodell zu identifizieren und zuzuordnen und zu vergüten. Auf der nächsten Folie komme ich nun zum Thema Bewertung. Also wir haben nun diskutiert, was ist die Definition von Risiken, welche Kategorien hat OECD vorgegeben, was ist die Bedeutung der Risikokontrolle für die Risikozuordnung. Und jetzt müssen wir uns befassen mit Bepreisung, Thema Bepreisung, Bewertung. Die OECD unterscheidet hier auch klassischerweise zwischen sogenannten CUTs. Sie sagt, wenn Comparable Uncontrolled Transactions, das heißt vergleichbare Transaktionen im Kontext der Risikofunktion und Kontrolle vorliegen, diese sind dann für die Angemessenheitsanalyse, für die Fremdvergleichsanalyse, Festsetzung der Verrechnungspreise auch anzuwenden. Und das wird, wie Sie wissen, in der Regel, in der Praxis nicht der Fall sein, sodass die OECD auch weitergedacht hat und im nächsten Schritt einen sogenannten Six-Step-Approach vorgibt. Was ist das? Ja, ich möchte dann vielleicht jetzt schon ein paar Minuten diesen Approach widmen. Vielleicht machen wir einen gemeinsamen Schnelldurchlauf durch die sechs Schritte. Fangen wir mit Schritt 1. Im Schritt 1 sind die signifikanten Risiken erstmal zu identifizieren. In Schritt 2 wird dann überlegt, in welcher Form diese Risiken auf der vertraglichen Ebene berücksichtigt und abgebildet worden sind. Im dritten Schritt wird analysiert, sehr vergleichbar zum Beispiel Dempe-Analysen, Dempe-Funktionen, die Frage, in welchen Unternehmen bzw. in welchen Unternehmensteilen die Kontroll- und Risikominderungsfunktionen angesiedelt sind hinsichtlich den entsprechenden Risiken. Und die Frage auch, wer bei Risikoeintritt diese Risiken tatsächlich letztendlich tragen wird. Ja? Und im vierten Schritt werden die Ergebnisse von Schritt 2 und 3 gegenübergestellt. Das heißt, eine Überprüfung muss stattfinden, ob vertragliche Vereinbarungen in Übereinstimmung mit der tatsächlichen Risikokontrolle und Management im Konzern sind. Ja? Und letztendlich dann im nächsten Schritt ist entsprechend die Risikozuordnung im Konzern vorzunehmen und gegebenenfalls auch im Rahmen einer Leitlinie, Policy etc. abzubilden. Und abschließend der sechste Schritt, die Frage des Vergütungs, also wie sind diese Risiken in Abhängigkeit der Risikomatrix im Konzern zu bewerten, wie sind dann fremdübliche Preise unter Berücksichtigung dieser Six-Step-Approach dann zu bestimmen. Und ich würde sagen, nun, da wir einmal diese fachliche Grundlage durchgegangen sind, würde ich an dieser Stelle Tobias an dich übergeben, sodass wir diese fachliche Diskussion der OECD-Vorgaben tatsächlich in einen praktischen Kontext setzen, insbesondere im Kontext der Supply Chain bezogene Risiken. Ja, vielen Dank, Aro. Genau, wir haben jetzt einerseits die Business Insights von Jan Bohrmann gehört, andererseits uns mit dem Thema
Risiken aus OECD-Sicht, aus Verhängungsbeisicht ein bisschen beschäftigt. Ich will jetzt den Versuch machen, die beiden Themen ein bisschen zusammenzuführen. Vielleicht, wenn wir auf die nächste Slide direkt springen können. Die Slides, die im Folgenden durchgehen will, orientieren sich natürlich an der Struktur, die meine Kollegin gerade auch vorgestellt hat. Sozusagen im ersten Schritt vielleicht kurz das Risiko identifizieren, im zweiten Schritt nochmal gucken, was für eine Risikoart im Sinne der OECD es ist, und im dritten Schritt einige Überlegungen anstellen zum Thema, wer trägt die Risikokontrolle, weil das ist also aus meiner Sicht auch aus der Praxis und wie die Kollegin vorhin schon sagten, wir sehen das vermehrt auch in Betriebsprüfungen, aber auch in Planungsprojekten, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. In der Praxis ist es so, dass dieses Thema der Risikokontrolle so ein bisschen der Kern der Analyse ist. Ne? Da sozusagen gibt es Schritte davor, da gibt es Schritte danach, keine Frage. Aber das ist aus meiner Sicht der Kern, über den man sich Gedanken machen muss, jetzt gerade auch und insbesondere im Kontext der Veränderung der Supply Chain, beziehungsweise der Disruptionen, die wir gerade alle sehen und über die wir in der Zeitung lesen. Wir haben ja schon gehört am Anfang, dass das Supply Chain früher eine Kostenstelle war, die sozusagen möglichst minimiert werden sollte und heute vielleicht eher ein Werttreiber und USP ist. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass gerade im B2C-Geschäft sozusagen der Berührungspunkt, Stichwort sozusagen Online-Shopping stärker geworden hat, aber sicherlich auch viel zu tun mit den Risiken, die in der Supply Chain entstehen und dem Management dieser Risiken. Und das eben insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass jetzt angesichts dieses Zusammenflusses von kurzfristigen Schocks, sozusagen durch Covid, durch das querstehende Schiff im Suezkanal, durch den Ukraine-Krieg auf der einen Seite, aber auch durch langfristige Trends wie das Thema Nachhaltigkeit, ESG, Lieferkettengesetz etc., dass sich dort eben viele Dinge ändern und diese Supply Chain Risiken sozusagen sich stark manifestieren entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das sind nicht nur die originären, ich sag mal, Stufen, die Supply Chain betreffen, sondern dann auch die weiteren Stufen. Wir haben hier mal auf der Slide dargestellt, welche Risiken wir so im TP-Bereich sehen, die Supply Chain bezogen sind, die aus unserer Sicht Supply Chain bezogen sind. Das ist nicht vollständig. Ne? Das ist sicherlich kann es dort mehr geben. Das sind die vielleicht offensichtlichen. Wenn wir bei der Beschaffung anfangen, ich glaube, das große Thema, mit dem alle gerade stark beschäftigt sind, ist das Thema der Inflation, der stark steigenden Preise. Das betrifft natürlich jetzt mal ganz stark Rohmaterialien, aber da gibt es ja schon starke Spillover-Effekte, auch inzwischen sogar bis hin zum Bereich Services und Dienstleistungen, wo man eben auch schon verstärkte Preissteigerungen sieht. Das ist vorhin schon mal angesprochen worden. Weiteres Thema ist sozusagen der Ausfall von Lieferanten, sei es, weil die Waren nicht aus den Häfen rauskommen, sei es, weil aus behördlichen Anordnungen die Lieferanten nicht produzieren dürfen. Das sind jetzt offensichtlich eher sozusagen der Teil, der sich auf die eher kurzfristigen Schocks bezieht. Es gibt aber auf der anderen Seite auch und gerade im Beschaffungsbereich diese Risiken, die aus den langfristigen Trends entstehen, Reputationsrisiken in puncto Nachhaltigkeit, in puncto Menschenrechte und eben auch rechtliche Risiken im Zusammenhang mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Genau. Im Produktionsbereich haben wir dann natürlich als zentrales Thema, dass wir Produktionsausfälle, Störungen der Produktion haben, sei es durch Nichtverfügbarkeit von Rohmaterialien oder Vorprodukten oder sei es eben auch dadurch behördliche Anordnungen. Im Thema Logistik, Lagerhaltung, natürlich offensichtlich auch das ein großes Thema bei meinen Mandanten, jedenfalls die massiv steigenden Preise für Shipping, für generell für Transport. Ne, da haben sich ja der Preis eines Schiffscontainers locker verfünffacht innerhalb von kurzer Zeit. Auch das ist natürlich eine massive
hat einen massiven Einfluss auf die Business Risks, aber natürlich auch aus Verrechnungspreissicht ein wichtiges Thema. Vielleicht von der anderen Seite mal hergedacht, auch das Thema Lagerrisiken. Ich glaube, das schlägt dann schön den Bogen zu dem, was die Kollegin vorhin sagte. Risiken sind, ja, wie die OECD sagt, im Prinzip Unsicherheit. Und Unsicherheit ist eben beides. Es ist sozusagen die Gefahr, dass es schlechter läuft, aber auch die Chance, dass es besser läuft. Und Lagerrisiken können jetzt eben auch sein, dass plötzlich die Waren aufgrund der Knappheit und stark steigenden Preise, die eine Vertriebsgesellschaft beispielsweise, vielleicht ein Limited Risk Distributor für Verrechnungspreiszwecke, die auf Lager hat, plötzlich stark an Wert steigen und dementsprechend plötzlich hohe Gewinne anfallen bei einer Gesellschaft, bei der wir das typischerweise im normalen Betriebsablauf so nicht gesehen hätten. Um die Kette, um den Bogen zu schlagen, wie vorhin gesagt, die Supply Chain Risiken wirken sich nicht nur originär auf die sozusagen Beschaffungs- und Produktionsseite und Logistikseite aus, sondern sie ziehen sich durch auf die anderen Wertschöpfungsstufen im Marketing, Vertrieb. Hat man vorhin schon gesagt, ne, dass das Thema schlechte Customer Experience, weil die Ware nicht kommt oder nicht lieferbar ist. Wir haben natürlich das Thema, dass sozusagen gerade in der Zeit von während der Covid-Pandemie immer wieder bei verschiedenen Produkten gesehen, dass es plötzlich sehr starke Änderungen in der Nachfragestruktur geben kann oder dass man einfach aufgrund einer mangelnden Transparenz letztlich die Ware nicht dort hat, wo man sie idealerweise haben sollte, sei es jetzt was Märkte betrifft oder sei es jetzt was den Einsatz von Produktionskapazitäten für bestimmte Produkte betrifft. Man kann das weitergehen, auch im After-Sales-Bereich hat man sicherlich noch Risiken, die von der Supply Chain betroffen sind und man hat auch darüber hinaus übergeordnet Themen, die letztlich auch zumindest indirekt auf den Verrechnungspreisbereich zurückwirken können. Wenn man darüber nachdenkt, dass das Managementsystem, also Reporting-Systeme, Anreizsysteme, Vergütungssysteme eben auch beeinflusst sein können durch diese Veränderung und diese Störung in der Supply Chain. Das sind, wie gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das mal so ein bisschen Überblick an, was wir an Risiken aus Verrechnungspreissicht bei unseren Mandantinnen und Mandanten im Moment sehen. Es gibt sicherlich da noch einige mehr, über die man reden könnte. Die Frage jetzt, wie kann man sich sozusagen diesen Risiken, diesen vielleicht neuen Risiken oder diesen einfach gravierenderen, sich stärker auswirkenden Risiken, wie kann man denen sich aus TP-Sicht nähern? Vielleicht können wir das auf die nächste Slide gehen, da sehen wir das ein bisschen. Wir haben ja sozusagen vorhin gehört, dass wir um letztlich festzulegen, wo ein Risiko oder was die Risikoallokation aus Verrechnungspreissicht sein soll und wie ein Risiko zu bewerten ist, man eben, wie vorhin schon gesagt, die zunächst mal bestimmen muss, wer die Risikokontrolle ausübt und dass man davor nochmal sich vielleicht ein paar Gedanken dazu macht, wie man die Risikoart im Sinne der OECD einschätzt. Ne? Die OECD hat diese fünf groben Kategorien gegeben. Diese groben Kategorien sind nicht trennscharf, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Dementsprechend, und das sieht man hier ja auch, und das kam vorhin auch in dem auch schon glaube ich raus, wenn man sich so eine Maßnahme wie das Supply Chain resilient macht anguckt, dann sieht man, da liegen verschiedene Einzelmaßnahmen drunter und diese Einzelmaßnahmen können dann auch im Sinne der OECD sozusagen geeignet sein, verschiedene Risikoarten zu erfassen oder Risikoarten zu kontrollieren. Ohne jetzt hier im Einzelfall auf all die Maßnahmen eingehen zu wollen, zwei sozusagen grundsätzliche Beobachtungen. Beobachtung Nummer eins, die Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen, um letztlich die Supply Chain Risiken, die wir besprochen haben, zu kontrollieren, die gehen auch da vielleicht über originäre Supply Chain Tätigkeiten hinaus. Ich gebe ein Beispiel.
dass man sich Gedanken darüber macht, wie idealerweise der Footprint eines Unternehmens aussehen sollte. Also in welchen Beschaffungen, welchen Absatzmärkten will man tätig sein, um dort keine sozusagen Klumpenrisiken entstehen zu lassen und dort keine regionalen Risiken entstehen zu lassen. Das sind jetzt sozusagen Maßnahmen, die wie gesagt, sicherlich jetzt über das hinausgehen, was man, wenn man durch eine Anpassung von Geschäftsprozessen im ordentlichen sozusagen Geschäftsablauf verändern kann oder erreichen kann. Das sind sehr grundsätzliche, sehr strategische Fragen. Und zweite Beobachtung ist, und das passt so ein bisschen dazu, zweite Beobachtung ist, die viele dieser sagen wir, Maßnahmen, die Unternehmen jetzt ergreifen, sind aus Sicht der OECD im Prinzip geeignet, strategische Risiken zu managen oder zu kontrollieren oder abzumildern. Also dass man eben mit der Tatsache konfrontiert ist, dass plötzlich die Produktion ausfällt, weil die Lieferantenmärkte nicht mehr funktionieren oder dass man stark steigende Preise hat etc. Das sind letztlich strategische Risiken und dementsprechend sieht man auch viele strategische Maßnahmen, um diese Risiken zu kontrollieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, über den man nachdenken muss und über den man in der Vergangenheit sicherlich im Kontext der Supply Chain nicht primär nachgedacht hat. Ne? Als sie noch in der alten Welt, sage ich mal, die primär die Kostenstelle war. Wenn wir jetzt auf die nächste Slide gehen, dann sehen wir da sozusagen den nächsten Schritt, der sich daran anschließt, wenn wir jetzt sozusagen überlegt haben, was für eine Risikoart haben wir eigentlich hier, über was sprechen wir. Die nächste Frage, wie gesagt, wer übt die Risikokontrolle aus? Und wahrscheinlich immer im Verrechnungspreisbereich ist das natürlich immer eine Frage des Einzelfalls und des konkreten Sachverhalts. Da führt kein Weg dran vorbei, da gibt es sicherlich keine pauschale Lösung. Aber auch hier so ein paar vielleicht Tendenzaussagen oder Beobachtungen, ne, die eben in manchen Fällen jedenfalls zutreffen können. Wenn man sich, wir haben mal hier beispielhaft ein paar rausgenommen, ich will jetzt auch nicht alle drei oder vier durchgehen. Aber wenn man sich sozusagen mal anguckt, nehmen wir mal Unterbrechung der Produktion als Beispiel, wenn man sich anguckt, dass das vielleicht eben aus den Schwierigkeiten bei der Lieferung von Vorprodukten, von Rohmaterialien oder dergleichen verursacht ist. Und man sich dann anguckt, was sind die Maßnahmen, die man sieht, also Onshoring oder Nearshoring, dass man die konzerninternen sozusagen Lieferanten von Vorprodukten näher zu den Hauptwerken ranzieht oder dass man die Supply Chain agil macht oder dass man eben, sagen wir, eine Multi-Vendor-Strategie fährt, bei der man dann eben auch sozusagen lokal vielleicht noch Lieferanten hat. Wenn sich diese Punkte alle anguckt, dann muss man sich ja schon die Frage stellen, ob eine sozusagen regionale Produktionsgesellschaft, wie sie vielleicht existiert, ob die tatsächlich diejenige Gesellschaft ist, die diese Risiken sinnvoll kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das übergreifende Thema hier auch bei den strategischen, bei diesen Risiken generell. Sozusagen ein strategisches Risiko ist generell sozusagen schwierig zu kontrollieren durch dezentrale Einheiten, selbst wenn sie jetzt für Verrechnungspreiszwecke als fully fledged, als eigenfertiger beispielsweise angesehen werden. Und das ist eben eher was, und wie gesagt, deswegen auch Tendenzaussage vorhin, ist eher was zentral das immer einfacher zu kontrollieren ist. Ja, das muss man im Einzelfall ansehen. Es gibt sicherlich auch andere Beispiele, aber in der Tendenz, glaube ich, ist das, was wir da gerade sehen, vermehrt strategische Risiken im Supply Chain Bereich, was eben auch dann vermehrt durch eine Risikokontrolle zentraler Entrepreneure, Strategieträger sozusagen abgefangen werden muss und abgefangen werden wird und sozusagen daraus ergeben sich dann eben auch eine ganze Reihe von Verrechnungspreisfragen, je nachdem, ob Ihr TP-System eher zentral oder dezentral
aufgestellt ist. Gut, bevor wir sozusagen das Thema der Risikoallokation und vielleicht auch Bewertung nochmal in einem Fallbeispiel abschließend besprechen, hatten wir noch eine Polling-Question für Sie mitgebracht, eine letzte. Genau. Und das sozusagen im Anschluss auch an das gerade ausgeführte, die Frage, ob in Ihrem Unternehmen ein Review der bestehenden Risikoallokation bereits stattfindet. Also ob es stattfindet auf Ebene des Business, ob es vielleicht sogar schon auf steuerlicher Ebene stattfindet oder ob es sozusagen mangels Supply Chain Veränderung oder mangels Informationen nicht stattfindet bzw. nicht bekannt ist. Okay, das ist ganz interessant, das ist ein sehr gemischtes Bild. Genau, wobei ich glaube, die Aussage ist, dass tatsächlich zumindest, sei es auf Business-Ebene oder auf steuerlicher Ebene, dass auf jeden Fall eine Risiko- oder ich sag mal ein Review der Risikoallokation stattfindet. Also das spricht ja auch ein bisschen oder entspricht dem, was eigentlich eingangs auch an Feedback zurückgegeben wurde, dass das durchaus das Thema Supply Chain auf der Agenda der Unternehmen steht. Prima. Super, dann wäre mein Vorschlag, dann gehen wir noch einmal kurz auch mit Blick auf die Zeit ein Beispiel an. Ich meine, wir haben jetzt relativ viele Themen gehört in den letzten Minuten. Was wichtig war der Begriff Strategie, war der Begriff, wie umzugehen in den bestehenden Verrechnungspreissystemen. Wenn wir auf das erste Beispiel oder auf das folgende Beispiel eingehen, genau, dann haben wir das hier einmal nochmal dargelegt, um aufzuzeigen, dass es durchaus auch praktische Relevanz hat. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie sind in einem Konzern, der eben vom Headquarter aus oder ich sage mal Prinzipalgesellschafts strukturiert ist. Das heißt, dass externe Rohstofflieferanten für die Belieferung von Rohstoffen verantwortlich sind und gleichzeitig hat der Konzern Auftragsfertiger in den unterschiedlichen Ländern und die letztendlich für die Prinzipalgesellschaft produzieren. Die Ware wird über Distributoren an den Markt vertrieben. Und die zwei Themen, die jetzt immer wieder auch in den letzten Minuten angesprochen wurden, ist, wo können Verrechnungspreisimplikationen in der Störung der Lieferkette auftreten? Das ist sicherlich das eine, wenn man sich überlegt, dass die Contract Manufacturer in dieser Lieferkette letztendlich produktrelevante Bauteile nicht beziehen können. Oder sie zwar die Bauteile beziehen können, die Rohstoffe beziehen können, aber tatsächlich die Preise derart angestiegen sind, dass letztendlich die Vergütungsstruktur massiv ansteigen würde, wenn man bedenkt, dass hier eine kostenbasierte Vergütung letztendlich an die Auftragsfertiger gezahlt wird. Und ich meine, das sind Themen, die jetzt momentan auch intensiv mit den Unternehmen diskutiert werden. Magst du ganz kurz einmal die wesentlichen Aspekte oder mitteilen, in denen du in der täglichen Praxis konfrontiert bist? Ja, genau, gerne, Silke. Also die Themen haben wir einmal in Betriebsprüfungen und einmal wieder bei der Neuausrichtung für Rechnungspreismodellen jetzt momentan auf dem Tisch. Hier sind wir wieder bei der Kernfrage der Risikokontrolle, Zuordnung und diese Aufteilung zwischen dem Prinzipal, den Headquarter und Contract Manufacturer. Und wenn wir jetzt zurückdenken an OECD Six-Step Approach, da sind wir bei Schritt 2, was war und ist vertraglich vereinbart, genau, hinsichtlich dieser Risikoaufteilung. Und Schritt 3, sehr, sehr wichtig, die Substance over Form Regel auch, die tatsächliche Funktionsanalyse, ja, insbesondere mit Fokus auf die Procurement-Funktion hinsichtlich der Rohstoffe. Und diese zwei Analysen wird ja richtig dann einschlagen auf die angemessene Vergütung des Contract Manufacturers in diese Situation, wo ein Rohstoffengpass gibt und dadurch Risiken entstehen und eintreten. Ja, das heißt, an der Stelle ist tatsächlich im ersten Schritt die Auswertung auch der vertraglichen Grundlagen, der Möglichkeiten, die letztendlich zur Verrechnungspreisanpassung gegebenenfalls schon vorhanden sind, die wird essentiell in der Interpretation auch der Funktionen und Risiken, die einzelnen Akteure übernehmen.
Und ich meine, letztendlich ist es ja auch etwas, was jetzt dann auch mit Blick auf den Absatzmarkt, sprich den Distributor oder was den Distributor betrifft, auch hier Stichwort geringere Warenverfügbarkeit gegebenenfalls oder wie Tobias Schanz eben auch eingangs erwähnt hatte, die Frage, wenn höhere Absatzpreise jetzt verlangt werden können oder müssen am Markt, wie ist die Wechselwirkung mit den Einstandspreisen, welche Auswirkungen hat es auf die Margen, muss hier gegebenenfalls im Rahmen der Margensteuerung und Margenanpassung vielleicht Ausgleichsmechanismen zum Zuge kommen. Ja, also das sind relativ vielfältige Themen und ich denke, an dem Beispiel kann man das ganz gut erkennen. Wir haben tatsächlich noch ein zweites Beispiel. Mit Blick auf die Zeit würden wir das bis zum, ich sag mal, für die nächste Veranstaltung zurückhalten. Wir planen in der Tat noch einen weiteren Webcast zum Thema Supply Chain Management. Wenn wir jetzt nochmal weitergehen und zusammenfassend rekapitulieren, was waren die Themen, die wir besprochen haben. Also ich glaube, die Key Message war tatsächlich auch aus dem, was Jan Wovermann gesagt hat, dass sich die Supply Chains permanent ändern, letztendlich genau auch zu dem Zeitpunkt, zu dem wir hier sprechen. Und diese Veränderungen haben vielfältige steuerliche, verrechnungspreisbezogene Fragestellungen, die damit verbunden sind. Und letztendlich ist das aber auch die Chance für die Steuerabteilungen, für die Verrechnungspreisabteilungen, ihre strategischen Ausrichtungen innerhalb der Unternehmen zu untermauern. Das setzt in unseren Augen eine enge Vernetzung mit dem Business voraus. Das heißt, Steuerabteilungen, Verrechnungspreisexperten, die als Businesspartner wahrgenommen werden und derartige Prozesse entsprechend auch begleiten. Gleichzeitig ist sicherlich jetzt auch der Zeitpunkt, nochmal im Sinne eines Health-Checks zu überprüfen, ob die Risikoallokation innerhalb des bestehenden Verrechnungspreissystems und genauso wie die Vergütung fremdvergleichskonform sind, um hier auch entsprechende Anpassungen, Adjustierungen gegebenenfalls aktuell vornehmen zu können oder als Ausblick für die Zukunft. So, mit einer Minute Verspätung möchte ich mich nun an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir haben, Sie sehen es im Foliensatz auch für Sie nochmal zusammengestellt, einen Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen. Wir freuen uns tatsächlich, dass wir uns demnächst auch physisch wieder sehen können. Dementsprechend haben wir sogenannte Talk-and-Drinks-Veranstaltungen geplant an den jeweiligen Standort, einfach um in lockerer Atmosphäre Ihnen und uns die Gelegenheit zu geben, sich auszutauschen, innerhalb der Peer Group Themen zu diskutieren und einfach wieder persönlich in den Austausch zu treten. Deswegen melden Sie sich gerne hierzu an. Die Informationen sind bei uns auf dem Veranstaltungskalender auf unserer Webseite ersichtlich. Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Jan Wovermann, an Tobias Schanz und Arupandeya Koch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Nachmittag für diejenigen von Ihnen, die morgen einen Feiertag haben, einen schönen Vatertag und machen Sie es gut, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns demnächst physisch wieder treffen. Dankeschön.